In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie in TermCut beim Zeichnen den Trecker umstellen. Dadurch können Sie beim Zeichnen sehr schnell Ihre gewünschten Längen von Hand eingeben, egal in welche Richtung Sie zeichnen möchten. Ich wähle in der Seitenleiste den Punkt Element einfügen aus und beginne ein Detail zu zeichnen. Neben meiner Zeichnung in dem kleinen Kästchen läuft der Trecker mit. Möchte ich nun im Trecker etwas einstellen oder auch umstellen, muss ich die Tabulatortaste drücken, um in den Trecker zu gelangen. Wenn ich nun den unteren kleinen Pfeil anwähle, erscheinen alle auswählbaren Einstellungen. Hier markiere ich den schrägen Pfeil, damit dieser als Standard festgelegt ist und kann auch gleich die gewünschte Zeichenlänge eingeben. Und mit Enter bestätigen. Ich mache meine Eingabe einmal mit STRG und Z rückgängig und zeichne erneut ein Detail. Wie Sie sehen, ist der schräge Pfeil nun standardmäßig eingestellt. Auch wenn Sie ein neues Projekt beginnen, bleibt diese Einstellung. Um Ihre Längen händisch einzugeben, müssen Sie jetzt nicht mehr in den Trecker, sondern können direkt beim Zeichnen den Zahlenwert auf Ihrer Tastatur eingeben. Und dies funktioniert in jede beliebige Richtung. Ihr Element wird in die Richtung verlängert, in der Sie zeichnen. Somit können Sie jetzt sehr schnell Ihre Wärmebrücken mit den gewünschten Längen abbilden. Wenn Sie eine Wärmebrücke zeichnen, kann es vorkommen, dass Ihr Detail nicht die richtige Bezugsachse besitzt. Ich zeige Ihnen dies an einem Beispiel. Ich gehe auf Element einfügen und wähle eine Ziegelwand aus. In meinem Beispiel möchte ich eine Hausecke zeichnen und fange mit der vertikalen Wand an. Hiernach zeichne ich die horizontale und zoome etwas hinein. Wie Sie sehen, ist der Bezugspunkt die Mitte meines neuen Bauteils. Möchte ich den Bezugspunkt verändern, muss ich die Taste W auf der Tastatur drücken. Und so kann der Bezugspunkt schnell verändert werden. Nun möchte ich noch eine Wärmedämmung auf die Wand bringen. Die Positionierung mit der Taste W gilt auch für alle neuen Baustoffe. Und ich kann hier die Position der Wärmedämmung schnell verändern. In der Wärmebrückensimulation ist es elementar wichtig, dass in der Zeichnung keine Lücken vorhanden sind. In diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie die Elemente bündig miteinander verbinden. Ich habe mir aus dem Beiblatt 2 eine Fensterbrüstung geladen und das Mauerwerk verschoben. Nun möchte ich dieses Mauerwerk wieder bündig mit der Wärmedämmung verbinden. Dafür muss das Bauteil ausgewählt werden und ich gehe oben in der Seitenleiste auf Selektion. Danach markiere ich das Bauteil und sehe rechts neben meinem Mauszeiger ein schwarzes Kreuz. Nun kann ich zum Beispiel eine Ecke des Details greifen und diese bündig mit der anderen Ecke des zweiten Bauteils verbinden.
Um die Elemente besser sehen zu können, würde ich Ihnen empfehlen, mit dem Scrollrad Ihrer Maus etwas in das Bild hineinzuzoomen. So können Sie die Ecken besser erkennen, die Sie verbinden möchten. Über die mittlere Lupe alles zeigen, können Sie sich Ihre Zeichnung wieder komplett anzeigen lassen. Gerade wenn man viel in Zeichnungen hineinzoomt, ist diese Funktion sehr hilfreich. Es gibt auch noch eine weitere Möglichkeit, Bauteile miteinander zu verbinden. Dafür markieren Sie wieder ein Bauteil und drücken dann die Taste M auf Ihrer Tastatur. Nun klicken Sie eine Ecke des Bauteils an. Und jetzt hängt dieses Element an Ihrer Maus. Ich scrolle wieder etwas in das Bild hinein und muss nur noch die zweite Ecke auswählen. Und die Elemente sind miteinander verbunden. Um Details miteinander zu verbinden, gibt es mehrere Möglichkeiten. Sie könnten zum Beispiel ein Detail anmarkieren und es so ziehen, bis die beiden Details miteinander verbunden sind. Dies ist aber recht umständlich und langwierig. Für solche Arbeiten gibt es eine eigenständige Funktion, das Polygone Trimmen. Ich mache meine Eingaben einmal rückgängig. Und kann in der Seitenleiste das Polygone L trimmen und das Polygone T trimmen wählen. Bei diesem Detail wähle ich das Polygone L trimmen aus und kann nun, wenn ich die Kanten der Details anklicke, diese schnell miteinander verbinden. Durch das Trimmen wird alles bündig miteinander verbunden und somit können keine Lücken entstehen. Möchte ich dieses Detail miteinander verbinden, wäre das T-Trimmen die richtige Wahl. Und ich kann genau wie vorher alles bündig miteinander verbinden. Bei dieser Art des Trimms werden auch Schrägen berücksichtigt und somit können auch hier keine Ecken entstehen. Auf diese Art und Weise lassen sich Details sehr schnell miteinander verbinden. Es hat viele Vorteile, die gezeichneten Wärmebrücken mit Maßketten zu versehen, da man sofort alle Längen, Dicken sowie Wirklängen auf einen Blick einsehen kann. So kann man zum Beispiel sofort sehen, ob das Mindestmaß beim Zeichnen eingehalten wurde, also mindestens 1 Meter und der dreifachen Bauteildicke vom letzten gestörten Bereich gezeichnet wurde. Eine Maßkette wählen Sie links in der Seitenleiste aus. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Feld, erhalten Sie im Kontextmenü weitere Auswahlmöglichkeiten der Bemaßung. In meinem Beispiel bleibe ich aber bei der Abstandsbemaßung. In der Kopfzeile gibt es weitere Einstellmöglichkeiten zur ausgewählten Maßkette. Ich messe einmal die Dicke der Wand. Hierfür klicke ich die eine Ecke an und danach die andere Ecke der Wand. Ziehe das Ganze etwas nach oben, klicke erneut und beende mit Escape.
Üblicherweise wird bei der Bemaßung kein Pfeil, sondern ein Schrägstrich bevorzugt. Dies können Sie in der Kopfzeile bei Maßenden umstellen, wenn Sie hier den Strich auswählen. Beim nächsten Bemaßen sehen Sie dann die Umstellung. Jetzt messe ich die Länge der Wand vom letzten gestörten Bereich. Und wie Sie sehen, wird der Schrägstrich verwendet und nicht mehr der Pfeil. Jetzt kann ich auch sofort sehen, dass die Wand zu kurz gezeichnet wurde. Die Dicke der Wand beträgt 42,5 cm und die Länge der Wand müsste mindestens die dreifache Bauteildicke betragen. Also nicht wie hier 105,9 cm, sondern mindestens 127,5. Des Weiteren sollten auch die Wirklängen bemaßt werden, da Termcad im Normalfall nicht erkennen kann, wo die thermische Hüllflächenlinie in der NF-Berechnung gesetzt wurde. Setze ich jetzt einen U-Wert in das Fenster, wird mir eine Wirklänge von 97 cm angezeigt. Dies ist aber nicht die Länge, die in der NF berechnet wurde, da in der NF immer mit dem Rohbaumaß gerechnet wird. Ich wähle wieder die Bemaßung und messe die tatsächliche Wirklänge des Fensters bis zur Einbausituation. Wenn ich nicht mit Escape die Bemaßung beende, kann ich direkt weitermessen, ohne erneut anzusetzen, und kann gleich die Wirklänge der Wand mitmessen. Jetzt sehe ich sofort, dass die Wirklänge des Fensters nicht 97 cm, sondern 101 cm beträgt und kann gleich die Wirklänge im U-Wert korrigieren. Wie Sie sehen, ist das Bemaßen der Wärmebrücken extrem hilfreich und sollte bei allen Wärmebrücken durchgeführt werden. Es kommt beim Zeichnen von Wärmebrücken immer wieder vor, dass gesamte Aufbauten oder einzelne Schichten vergrößert oder verkleinert werden müssen. Bei diesem Wandaufbau habe ich einmal die Dicke der Wand bemaßt und die Länge der Wand vom letzten gestörten Bereich. Da beim Zeichnen ein Mindestmaß von Größe 1 Meter und der dreifachen Bauteildicke vom letzten gestörten Bereich einzuhalten ist, wurde die Wand zu kurz gezeichnet. Die Dicke der Wand beträgt 57 cm und die dreifache Bauteildicke wären also mindestens 171 cm. Es wurden aber nur 100 cm gezeichnet. Nun könnte man versuchen, händisch die einzelnen Schichten an diese Länge anzupassen, was aber sehr umständlich wäre. Termcad bietet hierfür eine spezielle Funktion an, die Streckenfunktion. Ich mache meine Eingaben einmal rückgängig und wähle in der Seitenleiste mit der rechten Maustaste die Editierwerkzeuge aus. Im Kontextmenü wähle ich Strecken. Sie ziehen eine Linie durch den Bereich, den Sie strecken möchten. In diesem Fall ist es der gesamte Wandaufbau und umkreisen diesen Bereich. Ich klicke einmal mit der Maus und ziehe die Linie durch den Bereich, der gestreckt werden soll. Klicke wieder mit der Maus, ziehe die Linie nach oben, klicke wieder mit der Maus, ziehe die Linie nach links. Klicke wieder mit der Maus. Nun ist der Bereich, den Sie strecken möchten, eingekreist. Hiernach müssen Sie die Escape-Taste auf Ihrer Tastatur drücken und die Linien verschwinden. Jetzt klicke ich die Ecke an, die gestreckt werden soll.
und der ganze Bereich, der gesamte Aufbau kann verlängert oder verkürzt werden. Ich kann aber auch, wenn vorher der Trecker umgestellt wurde, wie im vorherigen Video erklärt, einfach einen Wert eingeben und das Detail verlängert oder verkürzt sich um diesen Wert. Ich ziehe meine Wand etwas nach oben und gebe einen Wert von 71 ein und bestätige mit Enter. Die Wand hat sich nun um 71 cm verlängert und das zeichnerische Mindestmaß ist eingehalten. Es können aber auch einzelne Schichten gestreckt werden, wie zum Beispiel die vorhandene Dämmung. Ich bemaße diese einmal. Meine Dämmung besitzt eine Dicke von 12 cm. Ich wähle wieder Strecken aus. Und setze die Linie genau durch die Dämmung durch. Da ich die Linie durch die Dämmung gezogen habe, streckt sich jetzt nur diese Schicht. Ich möchte meine Dämmung um 4 cm erhöhen, gebe eine 4 ein und bestätige mit Enter. Wie Sie sehen, hat sich nun meine Dämmung um 4 cm erhöht. Termcard bietet die Möglichkeit, DWG, DXF oder auch PDFs zu importieren. Bevor zum Beispiel eine DXF-Datei importiert wird, sollte hierfür ein eigener Layer eingefügt werden. Einen neuen Layer können Sie einmal in der rechten Spalte bei Layer einfügen oder Sie gehen oben auf Layer und hier neuen Layer hinzufügen. Diesen Layer nenne ich einmal DXF und bestätige mit Enter. Importiere ich jetzt eine DWG- oder DXF-Datei, wird diese direkt auf den gerade erzeugten Layer gelegt. Das hat zum Beispiel den Vorteil, dass Sie auf einem anderen Layer zeichnen und so besser den Überblick behalten können. Des Weiteren können Sie später einfach die DWG- oder DXF-Zeichnung wieder herauslöschen. Nun gehe ich auf Datei, Importieren. Projektdatei. Falls Ihre gewünschte Datei nicht angezeigt wird, müssen Sie bei Dateityp das entsprechende Format auswählen. Ich sage DXF-Datei. Diese markiere ich und gehe auf Öffnen. Falls Sie auf der rechten Seite Ihre Zeichnung nicht sehen sollten, müssen Sie bei Allgemein, AutoCAD-Farben zuordnen, den Haken entfernen. Danach können Sie Ihre Zeichnung wieder erkennen. Als nächstes sollten Sie Ihr Detail abmessen, da Sie nicht wissen können, in welcher Einheit, also Millimeter, Zentimeter, Meter, Ihr Element gezeichnet wurde. Dafür wähle ich in der oberen Leiste den Button Strecke messen. Und messe einmal grob die Dicke der Wand. Die Dicke der Wand beträgt 0,237 Meter und dies scheint mir plausibel. Sollte Ihre Einheit nicht stimmen, können Sie hier direkt die Einheit umstellen. Dies ist auch noch einmal möglich bei Allgemein, Einheit der DWG-DXF-Datei.
Des Weiteren können Sie vor dem Import unter dem Reiter Layer Texte, Schraffuren und so weiter ausstellen, sodass diese nicht mit importiert werden. Gerade Schraffuren sollten ausgestellt werden, da diese zu viele Fangpunkte besitzen und unter Umständen die Schichten nicht aneinander liegen. Wenn alles korrekt sein sollte, können Sie mit OK bestätigen. Nun hängt die Zeichnung direkt an der Maus und kann mit einem Mausklick abgesetzt werden. Und Sie können beginnen, Ihr Element nachzuzeichnen. Nachdem Sie Ihre DWG- oder DXF-Datei importiert haben, müssen Sie diese noch nachzeichnen, da es sich hierbei nur um eine Zeichnung handelt. Ich wähle Element einfügen und über den oberen Pfeil Element Rechteck aus. Sie gelangen auch in dieses Kontextmenü, wenn Sie bei Element einfügen auf den kleinen schwarzen Pfeil in der unteren Ecke klicken. Oder Sie klicken mit der rechten Maustaste auf Element einfügen. Hier gibt es mehrere Möglichkeiten. Danach können Sie Ihr Element nachzeichnen. Im Moment verwende ich nur das Standardmaterial. Sie können aber auch gleich den entsprechenden Baustoff auswählen. In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie einem gezeichneten Element schnell einen Baustoff zuordnen. In meinem Beispiel besitzen alle Details in dieser Zeichnung das Standardmaterial mit einem Lambda von 0,5. Möchte ich einem Element einen Baustoff zuordnen, muss ich ein Detail anwählen und kann in der oberen Leiste direkt den Lambda-Wert eintragen. Oder ich wähle einen Baustoff aus der Datenbank aus. Es gibt aber auch die Möglichkeit, Baustoffe aus anderen Wärmebrücken abzugreifen und einzufügen. Ich wähle eine andere Wärmebrücke, gehe links in der Seitenleiste auf Baustoff abgreifen, wähle das Mauerwerk aus und kann nun diesen abgegriffenen Baustoff in meiner Wärmebrücke einfügen. Wie Sie sehen, wird auch die Schraffur übernommen. Danach gehe ich wieder in die andere Wärmebrücke. Baustoff abgreifen. Wähle den Stahlbeton. Und füge diesen in meiner Wärmebrücke ein. So ist es möglich, sehr schnell den einzelnen Elementen die entsprechenden Baustoffe zuzuordnen.